Herzlich willkommen zurück. Letzte Folge haben wir Abraxas versucht, den Arsch aufzureißen. Was auch als eigentlich fast gelungen ist, bis auf den, dass ich das nicht richtig durchgekriegt habe. Ein bisschen ärgerlich. Oh, schade eigentlich, ne? Ich ärgere mich immer noch gerade vor. Den hätten wir locker haben können, ne? Da wäre ich aber zu greedy. So, Frage, will ich jetzt erst hier hinten lang? Ne, wir wollen da oben lang, ne? Wir wollen den Arsch aufreißen. Ich glaube, um die komme ich nicht drum rum. Oh doch, Gegner rücken mich. Alles klar. Ja, kann man machen, ne? Einfach Schild anschmeißen. Ab geht er. So. Kleine Heilkristall, große Heilfragmente, check. Also in den Mond reißt jetzt den Arsch auf, ne? Alle Dämonen kann mich besiegen. Und gut. Und nochmal ein. Und jetzt noch ein Schlag ins Gesicht. Okay, Phase 2. Sauber. Und was ist das? Was noch kann? Das hier. Jetzt kriegst du richtig. Du kassierst jetzt dein Leben nach deinem Damage. Getötete Ritter. Die Welt hat sich wirklich verändert. Guten Nacht. Nur blanken Damage, mein Freund. Nur blanken Damage. Sicher, sicher. Bam! Du stehst auf der falschen Seite der Geschichte. Ich nicht liebe. Wie? Liebe? Das wäre ein günstiger Augenblick, um zu gehen. Günstig? Er hat unseren Herrn und Meister verdroschen. Wir sollten sie angreifen. Viel Glück mit eurem Turm, Dämonen. Betet, dass ich nicht wiederkommen muss. Oh, sie rühren mich auf jeden Fall nicht an. Ja, nice. Die Seele von Abraxas. Die frisch abgetrennte Seele von Abraxas glühend heiß vor Dämonenergie. Es fühlt sich an, als sei die Seele immer noch lebendig, als hätte sie ein Bewusstsein. Geil! Okay, irgendeine geile neue Shitwaffe. Was ist. Ich nehme bevorzugt die immer raus. Was ist denn die Seele von Abraxas? Oh, hier hab ich sie. Okay, ich habe keine Ahnung, was die mir bringt. Jedes andere bringt mir was. Das ist ein Item. Talisman, mit dem ich einsammle. Hier Steinbrücke. Damit kann ich die Menschen wegschicken. Gnade des Reiters, da habe ich mehr Zornbelohnung. Und aber was ich damit soll, weiß ich nicht. Hm. Das
Natürlich gehe ich da nochmal hoch. Wir wissen, ob da unten noch irgendwas nachgespawnt ist. Aber den haben wir mal ordentlich den Arsch aufgerissen. Sehr nice. Hat aber auch gut kassiert, muss ich sagen. Hört ihr das? Hier ist ja noch irgendwas. Da sowas im Urin. Ne, da oben ist nichts drauf, okay. Ist auch gut. Es klang so, als wäre hier irgendwie wieder was versteckt, aber. Ah, guck mal, da habe ich noch was. Glühende Überreste, die werde ich auf jeden Fall direkt einlösen. Nämlich ein Gratis-Level. Da. Stufe 44, hier, 75. Ey. Das sind alles große, nice. Und warum immer noch Basisrüstung? Ich will eine gottverdammte geile Rüstung haben. Leben. Immer leben, wenn es erstmal geht. Ja, ist aber schon ein imposanter Thronsaal, den der Typ hier hatte. Das kann ich nicht mal auf den Thron setzen, ne? Ah, da ist er. Seht ihr da hinten auf der anderen Seite? Da haben sie die Seele versteckt. Die habe ich die ganze Zeit eben gehört. Ha! So! Frisch ausgeräuchert. Schau mal gerade, ob der Freund hier an der Seite hier nochmal da ist. Aber der hat auch rote Augen. Also es könnte sein, dass der da ist oder weg ist. Ne, ist weg. Manche bleiben nämlich stehen und manche bleiben. Ich höre jetzt auch keine besonderen Seelen mehr oder sowas. Ja, behaupte ich, ist das Gebiet sauber. Aber wenn wir schon dabei sind. Und noch einer. Hand mit Mama, Junge. Ja, den letzten Rest wurde er nicht mit mir teilen, aber. Ich hatte kurz Sorge, dass ich da irgendwo anecke. Soul! Dein Sweet habe ich mir verdient. Hörzoll, du kommst sogar genau richtig, denn wir werden heute ein bisschen Überlänge schieben. Und Spätschicht gehabt, ja, das ist ja richtig undankbar, ey. Am ersten. Aber ich habe auch jahrelang immer das Glück gehabt, an Feiertagen arbeiten zu dürfen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Da müssen wir nachher, genau, da müssen wir hin. Morgen Frühschicht. Oh, Spätschicht auf Frühschicht ist eigentlich 11 Stunden. Moment. Nee, das sind nur 8 Stunden. Ich weiß zwar nicht, wie lange du gearbeitet hast, aber natürlich nicht zulässig. Und wie vor beginnt deine Frühschicht? Okay, aber eigentlich 11 Stunden Arbeitszeit, 11 Stunden Ruhepause dazwischen, ne? Dann gesetzlich. Okay. Da unten ist eine besondere Seele. Seht ihr das? Die möchte ich, glaube ich, haben. Ich kann auch einfach mal runterspringen. 6 Uhr. Ja, natürlich. Ich kann 11 Stunden Ruhezeit dazu, ne? Müsste ich ja jetzt eigentlich meckern. Wieso funktioniert das hier gerade nicht so, wie es sein sollte? Bin ich doof? Verpasse ich irgendwas? Huh! Das war knapp, aber alles immer richtig gemacht. Okay, hier oben ist der Weg für den weiter. Oh, nice! Engels und Dings. Krankenpflege, Ruhezeit, Herr Fremdwort. Ja, ich bin noch nebenbei. Seht ihr das, was ich da sehe? Hallo, mein Freund. Ups. Ah.
Wow. Oh! Das war auch nicht so zu erwarten. Wow, wie unfair war das denn bitte? Ich spawn und werde direkt weggeballert. Krankenpflege, ja. Ist kein, aber Ahnung. Naja, ich bin Betriebsrat noch nebenbei und da. Egal. Ich bleibe bei dem Verfechter der Elfen. Ey, wie unfair! Wir waren da schon so viel weiter, ne? Und dann muss ich jetzt gerade. Da wäre ein weiterer Vulgrim mal wieder angebracht gewesen, anstatt den ganzen Scheiß hier nochmal zu machen. So, jetzt hauen wir den Dicken hier gerade noch die Rübe. Ich hab keine Zeit für dich. Und ich hab keine Zeit für euch. Ich muss hier. Da, hoch. Ich muss den Dicken töten. Frag ich jetzt als Belohnung für die Seele von ihm kriege. So. Ach ja, da war noch einer. Hi. Ja, das bin ich. Gute Nacht. Ja, hör so. Dann lehn dich mal zurück und genieß den dir wohl wohlverdienten Stream. So, jetzt bin ich mal gleich gespannt, ob ich jetzt auch von da oben auch reinkomme. Das fühlte sich eben gerade aber wie so ein kleines Spezialgebiet an. Aufgerieben habe ich und. Angriff habe ich aber technisch nicht so da richtig drin gehabt. So, meine Freunde. Formfragment? Boah, brauche ich nicht. Wäre ich später beim Endboss oder so wahrscheinlich. Die geschnittenen Rohrformen. Und guten Nacht, wenn du schon dabei bist. Dann fress wenigstens richtig. Euch, kleinen Ammel, ne? Da werde ich ja noch wegstellen, wenn ich. Sagt ihr, und kriegt ihr erstmal direkt ein Fett auf Vorhinein, ne? Hey! So! Die Rache war mein! Diamanten sparen, Diamantenstück, kleines einfach mit. Okay. So, das sind meine Seelen. Und hier muss ich ja denke ich mal nachher sowieso lang. Guck mal, ich mache mir da extra einen riesen Aufriss, um da sinnvoll zu landen. Und dabei wäre ich hier so einfach da dran gekommen. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Irgendwo ein Wirbel, den ich nutzen kann, auch nicht. Boah, dann ist das hier tatsächlich meine Lösung. Auch nicht weiter. Mein Game Controller vibriert auch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann wird Tattoo-Würfel. Sehr schön. Womit kann dir dieser bescheidene. Zeig mir deine Ware. Ich glaube zwar nicht, dass du was Neues hast. Gesundheitswörter. Nee, den brauche ich gerade nicht. Und das ist tatsächlich eines der wenigen Items, das ich bisher gemieden habe. Denn 10% wahrscheinlich, dass die Waffe beim Töten eines Gegners Zorn generiert. Zornbelohnung von Zornlöchern. Ja, weiß ich nicht. Fand ich jetzt von allen Waffen nicht so gut, weil ich benutze die Items so gut wie kaum. Darum habe ich mich dazu entschieden. Wie dumm das
mit den Item-Sachen mehr zu arbeiten, als mir dieses Ding dazu skillen. Und hat nicht mal gereicht für Level Up. 600. Okay. Sehe aber auch nichts Besonderes mehr. Aber ich wollte später eigentlich mal da hinten hin. Wieso bin ich denn jetzt hier? Ich bin doch viel zu weit. Ernsthaft? Ich muss da jetzt rüber? Also zum Tornado? Ich wollte eigentlich da hinten in die Halsarmee, wo der Dicke war. Komm, gegen das Unwetter kommst du nicht an! Lauf! Jetzt! Ich glaube, ich darf mich davon nicht einsaugen lassen. Und ich habe kein Pferd mehr. Na gut, dass wir keine Seelen verloren haben, aber wohin muss ich denn laufen? Ach, ernsthaft, komm. Ihr habt's gehört, wie der Boden, wie der Gleiter sogar sich noch aktiviert hat. Das ist kein normaler. Nein, das ist doch kein gottverdammter normaler Sturm. Ach komm! Da war ich doch schon fast drüben. Muss ich erst mit dem Samba tanzen oder was? Vielleicht erst, wenn ich den Boden berühre. So, wenn ich jetzt hier nicht sicher bin, ne? Gut. Das ist ja gut. Naja, du sagst, das lief gut. Ich schau nach draußen und sag, die sieht scheiße aus. Aber ist okay. Reine Ansichtssache. Wenn dann ein Orkan auf Doom wütet. Mit ausgerüsteter Kraftfähigkeit kann ich natürlich starken Wind stehen. Okay, wenn ich das kann, ja, nice to know. Dann rennen wir mal ein bisschen in violetten Haaren hier rum. Ich muss halt alles kaputt machen. Nein. Ach komm, ich darf da. Okay, ich darf anscheinend. Wow. Wow. Was für ein kleines Arschlochspiel. Okay. Du willst die harte Tour? Kriegen wir hin. Ihr habt gehört, das hat sich wieder aktiviert. Durch das war sogar knapp. So, das ist die Kraftfähigkeit. Bin ich zumindest sehr sicher. Ja, Kraftfähigkeit. Hier steht übrigens auch mal was dran, ne? Fury zieht ihre Gegner zu sich, bevor sie eine Kraftfunktion reißt, alle Gegner gegen Schaden zufügt. Das ist gut gegen Masse. Stasis-Schild. Erzielt man jeden verlangsamt, der töricht genug ist, sie anzugreifen. Die Tornados sind immer noch das Geilste. Naja, gut. Hier wird halt alles in Kraft gesetzt. Juckt mich jetzt nicht mehr. Okay. Siehste. Ist so, als wenn nie was gelesen. Ach, und Vulgrin. Womit kann dir dieser Begriff wohl vorerst? Okay, was kann ich denn alles hier Schickes machen? Hm.
Ich check jetzt erstmal hier hinten das Gerät aus. Hab hier schließlich noch einen Loot. Dämonen-Artefakt, sehr nice. Denn ich fürchte, da werden wir hier nicht mehr viel machen können. Aber was ist denn, wenn ich jetzt hier drauf stehe? Okay, mit Tod hatten wir... Ah! Ein Stein. Mit dem Stein kann ich mir dann nachher hier den Weg rein. Ah, 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 ah. Ich hatte Gott sei Dank das noch ein Gefühl. Ja, Freunde, die Folge ist vorbei. Genauso wie die Session. Die nächste Session wird dann wieder... Oh, warte mal, ich muss ganz schnell die Kraft hier anlegen. Nächste Session weitermachen. Nächste Woche Dienstag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Slime.